ist denn das? Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Viel Spaß noch. Oh, wie tust du das? Das ist Wahnsinn! Jessica! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, shit! Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Scheiße. Gar nicht gut. Nein, gar nicht gut. Ja, Michael, sehr elegant über die Mauer. Und jetzt haben wir doch auch hier mal die Wölfe gesehen. Oder so Wolfsartmäßig. Weiß nicht genau, ob es wirklich Wölfe sind. So, ich schaue mich mal ein bisschen um. Wo ist der Typ hin? Haben wir hier irgendwas? Mach rein gar nichts an Hinweise. Können wir noch weiter nach hinten? Hier kommt die Mauer. Ich habe wirklich frage, wo ist jetzt der Typ hin? Kann der mich entdecken oder muss ich mich verstecken oder ist der jetzt weg? Das ist natürlich die große Frage. Ich höre nur irgendwo rechts die Wölfe heulen. So, haben wir hier drüben was? Ich weiß, ich muss theoretisch in die andere Richtung. Aber wie gesagt, wir schauen mal ein bisschen, aber auf der anderen Seite, was soll hier groß rumliegen? Ich weiß es nicht. Ist natürlich auch die große Frage. Klar, okay, irgendwo könnte wieder ein Totem vielleicht sein. Ist natürlich wieder das Wichtigste. Und was hat er da gemacht da? Wo hat er was gemacht? Können direkt durch den Haupteingang. Oh, hier haben wir irgendeinen Brief. Hey, Moment mal. Ja, betreten verboten steht ganz oben. Auch gut. So, was haben wir hier? Super. Wieso sollte ich auch nicht am unheimlichsten Ort der Welt landen? Ja, baubehördlich gesperrt. Ab sofort ist allen Personen die weitere Benutzung oder Bewohnung dieses Gebäudes gesetzlich untersagt. Von 1994. Auch schon, hängt wohl schon eine Weile da. So, was mich natürlich noch interessiert, wir könnten wohl durch den Haupteingang. Haben wir hier noch was? Was können wir hier machen? So, zur Seite schieben. Die Frage ist auch so ein bisschen, was suchen wir hier? Der Typ selber ist eigentlich nicht hier reingegangen. Der ist aber auch so ein bisschen fraglich, was wir eigentlich wollen.
Also in die Richtung geht's auch noch. Okay. Ja, lauter Fässer stehen rum. Oh, wollte gerade sagen, gar kein Hinweis, aber jetzt plötzlich leuchten sie auf. Okay. Ja, ein bisschen Krach machen. Ja, kann ich jetzt dann vielleicht da hochklettern? Ah, okay, aber eigentlich... Nein, bleibt noch unten. Eigentlich wollte ich noch nicht hoch. Kann ich nochmal runterspringen? Ah, verdammt, da war ja auch noch irgendwas. Vor allem habe ich mich auch noch nicht ganz umgeschaut. Vielleicht war da noch mehr. Oh. Müssen wir ein bisschen balancieren. Man sieht halt auch kaum was. So, da drüben haben wir irgendwas. Aber das könnte vielleicht auch eine Türe oder so sein. Oder Moment. Wir können noch weiter nach oben. Wow. Schon besser. Okay, wieso will er jetzt unbedingt da reingehen? Aber wir brauchen eh noch irgendwas. Irgendeinen Schlüssel, eine Sicherheitskarte oder so. Das hört sich auch sehr seltsam an. So, was haben wir denn sonst noch hier? Ein bisschen schade, dass ich mich nicht mehr im Keller umsehen konnte. Da wäre doch vielleicht irgendwas gewesen. Wir haben hier oben was. Einmal das Schild. Ja, Sanatorium. Das Blackwood Pines Sanatorium. Panaporium, ja genau. Eröffnet 1922. Men's Sana in Corpore Sano. Okay, was soll das heißen? Ja, aber dann war das 30 Jahre lang wohl, sag ich mal, geöffnet und dann wurde es geschlossen. Wieso? Hm. Weiß ich es auch nicht. So, ansonsten, was haben wir denn hier? Oh nein. Kommen die gerade näher oder so? Ich weiß es nicht. Da wollte aber jemand unbedingt reinschauen. Ja, jetzt wollen... Na, nimm's wieder. Jetzt wollen einmal wir reinschauen. Geht das überhaupt mit dem Holzbrett? Jawohl, wenn er alt genug ist vielleicht. So, was haben wir denn hier? So. 30 Stechbohrkarten. Okay, und was bringen die mir? Was zur Hölle sollen die mir bringen? Ich kann mal reinschauen, kriege ich im Menü weitere Hinweise. Ein Stapel von 30 Stechbohrkarten aus der Mine. Eingeschlossen in einem Safe. Das bedeutet, dass 30 Bergarbeiter in der Mine Oha, okay. Das ist natürlich auch sehr, sehr, ja, übel eigentlich. Vor allem, da waren wir ja schon drin. Und da waren wohl noch 30 Leute. Da werden die jetzt wohl nicht mehr leben, aber... Naja. Auch gut, ich gehe zu dem Knurren mal. So, eine Kamera.
Auch nicht von heute. Kaputte Kamera. So, weiter kann man nichts machen. Mal schauen, ob wir da einen Hinweis haben. Die Linse der Kamera ist zertrümmert. Sieht aus, als hätte das jemand mit Absicht gemacht. Ja, aber so ein Film oder so. Ein paar Bilder. Haben wir da jetzt dafür nicht bekommen. So, was haben wir denn hier? Hier geht's einmal weiter. Ich weiß nicht, ich will nicht da vorne hin. Da knurrt's immer so. Aber ich vermute mal, ich muss da hin. So, auch wieder etwas dunkel. Eine Zeitung. So, was haben wir dann? Die Alberta Post von 1952. Report auf Blackwood Mountain angegriffen. Okay. Ein Reporter des Alberta Bugle wurde gestern von Sicherheitskräften des Blackwood Sanatoriums angegriffen und anschließend ins Krankenhaus eingewiesen. Von den Sicherheitskräften auch noch, okay. Chuck Bernstein, ein leitender Nachrichtenreporter, wollte die Bergarbeiter interviewen, die am Dienstag unter dramatischen Umständen gerettet wurden. Oh, die sind wieder rausgekommen. Okay. Die Männer waren unter Tage für über 3 Wochen eingesperrt, nachdem Befestigungen in den Northwest-Mine im Dezember zusammengebrochen waren und werden jetzt wegen Unterernährung und Traumata im Blackwood-Sanatorium behandelt. Okay. Irgendwie kommt es so vor, dass wenn die Stechkarten da drin sind, dass sogar einer vom Sanatorium das gemacht hat. Jefferson Bragg, der Alleineigentümer der Northwest Mining Company und des Blackwood Sanatoriums, erklärte dem Bugle gestern, der Vorfall sei bedauernswert und eine umfangreiche interne Nachforschung wird durchgeführt. Weiterhin behauptet er, dass Bernstein ohne Erlaubnis das Sanatoriumsgelände betreten hat. Okay, es wird angenommen, dass der tätliche Angriff aufgrund eines Streits um Bernsteins Kamera entstand, die kurz zuvor konfisziert worden war. Ja, deshalb ist sie auch kaputt. Wissen wir auch, wem die Kamera gehört. Hier hinten haben wir nichts mehr. So, und wir dürfen wohl wieder in die eine Richtung. Kam ja fast nur hier hin. Ist nur die Sache. Ich glaube, die Hunde sind wohl nicht so nett zu mir. So, irgendwas krabbelt rum. Mäuse, Ratten. So, was haben wir hier? Medizinischer Bericht. Behandelnder Arzt, Dr. N.H.F. Bone. Auch ein komischer Name, N.H.F. Medizinischer Bericht. Bericht betreffend Ausgangszustand der 12 Bergarbeiter. Wieso 12? Nach dem Einsturz im Mine und der anschließenden Rettung in Blackwood Pines. Bei der Aufnahme der 12 Patienten in die medizinische Einrichtung hatten wir angenommen, die Männer seien völlig ausgemerkelt, erschöpft und verwirrt. Jedoch machen die Bergarbeiter einen überzeugenden und relativ gesunden Eindruck, der sich auf ihre offensichtlichen Fund von Notrationen in der Mine zurückführen lässt. Okay. Ja, einige wiesen von den älteren Männern gehemmte Atemfunktionen sowie Symptome einer Lungenentzündung auf. Ja. Psychologische Ebene war der Wiedereingliederungs- Schock für einige Gruppenmitglieder nach der 23-tägigen Isolation. Okay. Auch wenn ihr äußerlicher Gesundheitszustand besser als erwartet ist, besteht eine Beeinträchtigung aufgrund der Gefangenschaft. Aber warum immer 12? Das frage ich mich gerade andauernd. Weil es waren noch 30. Aufgrund der labilen Verfassung einiger der Patienten haben wir Flügel A des Sanatoriums abgeriegelt. Es werden so bald wie möglich psychologische Analysen durchgeführt. Die Männer mit Atemschwierigkeit wurden Bronchoskopie unterzogen und erhalten eine Behandlung mit Streptomyz. Alter, was sind das für Wörter? Bin jetzt in hier Richtung Medikamente und so nicht so gut. Steht dran mit Ohr, strikte Beobachtung, ja. Eigentlich ganz normal, aber wieso nur 12? Wieso haben wir nur 12? Und da hinten ist ganz dunkel. Okay, hier geht's auch noch runter. Ja, Mikey, was zur Hölle machst du nur hier? Muss ich wirklich dahin? Aber es gibt, glaub ich, groß keinen anderen Weg.
Vor allem habe ich den noch einen Raum weiter gesehen. Und jetzt sind wir aber ein Stockwerk tiefer. So, was haben wir hier? Alter, hier haben wir das Messer von dem einen, wo wir mal gesehen haben, der wo im Wald stand. Oh, scheiße. Krass. Ja, nimm's. Dann bist du schon mal bewaffnet. Hier ist Excalibur. Ja, jetzt fühle ich mich schon mal einen Ticken sicherer. So, hier keine Hinweise. Ich sehe mal nichts. Aber wir sind noch eigentlich eh jetzt. Wir haben den einen Typ oben gesehen. Jetzt sind es aber unten. Okay, wo geht's hier hin? Muss ich jetzt genau dahin? Schauen wir hier hin. Hier haben wir doch sicherlich irgendwo noch was. Zum Lesen oder. Ja, einmal auf den Tisch. So, ein kleines Briefchen. Sofort antworten. Reporter und andere Schnüffler müssen um jeden Preis ferngehalten werden. Wieso? So, was haben wir denn hier? Ein Telegramm. Wir würden hier keine Presse wollen in diesem Paradies. Ja, Statusbericht. 12 Überlebende in ein Sanatorium eingewiesen. Zeichen. Mentale Traumata, eventuell Festsetzung nötig, okay. Lokale Presse hat Blut geleckt, okay. Alles klar. Immer die Leute von der Presse. So, und wir dürfen einmal hier entlang. Ja! Mr. Skeleton, auch sehr nett. Na, was geht? Ganz schön groß. Sogar ein bisschen größer wie ich. Aber hier haben wir nichts. Vor allem, der ist so super ins Bild hier reingemacht. So, hier ist doch der Wolf entlang gelaufen. Okay, Moment mal, wir kommen der Sache, ich glaube, näher. Alter, ich hab's mir gedacht, jetzt kommt irgendwas Größeres, dann läuft so eine Maus oder Ratte durchs Bild. Ach, come on. Hier muss doch irgendwas sein. Gar nichts? Ein Raum ohne Nutzen. Aha. Der winkt aber schön. Wieso zur Hölle? Ist doch nur eine Ablenkung. Wow, wow, wow. Mit dem Zeug füttert er sie? So, wir nehmen einmal hier den Zettel. Oder? Das war nicht gut. Okay. Wieso haben wir das Messer genommen? Ich glaube, das klappt nicht so ganz. Oder haltest du das Messer aus? Na dann. Tschüss, meine zwei schönen Fingerchen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Jetzt mach doch einfach. Okay.
War das nicht irgendwo noch hier der Wolf? Irgendwas war hier doch noch. Ich bin hier nicht alleine. Hey, na das wird ja hier immer besser. Ja, Gesellschaft. Seltsamer Schädel. Hier haben wir eine Türe. Da hinten haben wir noch was. Oh, das sieht aus wie... als hier die Leichenkammer. Wer ist drin? Jessica? Staub. Wieso? Wieso muss ich es rausnehmen? Es reicht doch eigentlich schon. So, wen haben wir hier? Oh, hier fehlt das wohl der Kopf, wo wir gerade gesehen haben. So, Name Nicholas Bone, den kennen wir doch. War das nicht der Arzt? Angriff durch Insassen, tödliche Fleischwunde am Hals. Okay, und was macht da links so für Krach? Lebt hier jemand? Hallo? Irgendjemand macht hier doch so komisch Krach. Okay, nochmal ein Brief. Wieso staubt es ja eigentlich immer so? Werden die Leichen eingeäschert, aber die Briefe, wo drin sind, die verbrennen nicht, oder wie? So sieht es mir gerade aus. Name der verstorbenen Person. Sarah Smith. Okay. 24. Februar, das war doch auch. Ich bestätige hiermit, dass ich mich um die Verstorbene zuletzt vom 8. März, okay, gekümmert und zuletzt am 24. lebend gesehen habe. Schwere Fleischwunde am Unterleib. Intraabdominale Verletzung, hoher Blutverrutscht. Wenn der Tod durch externe Ursachen herbeigeführt wurde, bitte das folgende ausfüllen. Unfall, Selbstmord oder Mord. Mord, Art der Verletzung, Fleischwunde durch scharfes Werkzeug, womöglich Fingernägel. Fingernägel, Werkzeug? Okay. Zusätzliche Anmerkung, bitte das Feld auf der Rückseite für weitere... Oh, Dr. Bone, ja, okay. So, was haben wir hier? Zusätzliche Anmerkung. Die Leiche wurde erst 6 bis 8 Stunden nach Eintritt des Todes gefunden. Teile der Gedärme und Nieren wurden anscheinend vom Angreifer gegessen. Ja, da hat der eine Hunger. Jetzt ist aber irgendwie so ein bisschen still hier. Nicht mehr das komische Klopfen. Okay. Da ist noch so ein bisschen da. Scheiße, ist das krank. Wirklich krank. Na, lecker. Ich hab's gedacht, jetzt kommt so ein Maden oder so raus. Aber die Ratte hatte halt auch mal Hunger. So, was haben wir hier? Sieht aus wie eine Stempelkarte, oder? Okay. Nichts Besonderes, aber. Okay, sehen wir mal. Wäre komisch gewesen, wenn wir hier keine Leiche finden würden. Okay, da blinkt es nochmal, aber da waren wir eigentlich schon. Deshalb gehen wir mal weiter. Ja, das war doch auch die Karte hier zur Chapel. Ah, jetzt kommen wir einmal rein. Perfekt. Ja, nehmen wir mal lieber wieder mit. Okay, und wo gehen wir dann hin? Irgendwie schon lang kein Tote mehr gefunden. Ich hoffe es nicht, dass ich es übersehen habe. Irgendwo hinten in der Ecke oder sowas? Ah, nix. So, jetzt gehen wir die Treppen nach oben. Aber dann müssen wir doch in dem Raum sein, oder? Ja.